Hat Ludi vorschnell gehandelt? Bei First Dates Hotel lernte die 57-Jährige den Polizisten Frank kennen. Das Duo war sich nicht nur auf Anhieb sympathisch, sondern stellte im Laufe des Dinners auch fest, warum es Kuppelschuhchef Roland Trettel, 50, zusammengeführt hat. Ludi und Frank haben einfach total viele Gemeinsamkeiten. Umso überraschender war es für die Zuschauer, dass die Mönchengladbacherin ihren Datte-Partner abservierte. Gegenüber Promiflash betonte Frank, das hätte er nicht von Ludi erwartet. Zunächst erklärte die Single-Mama, warum der Bartträger keine zweite Chance von ihr bekommen hatte. Frank war mir nach dem ersten Date zwar sympathisch, aber der Funke ist halt nicht direkt zu Beginn übergesprungen, so wie ich es mir gewünscht hätte, erinnerte sie sich. Sie hätte sich erhofft, dass sie direkt zu Beginn Bauchkribbeln bekommen hätte. Dieses gewisse Etwas muss eigentlich ziemlich schnell überspringen, findet sie. Für Frank ist das Ganze etwas unverständlich. Offenbar hat Ludi eher oberflächlich gehandelt. Manchmal lernt man die Vorzüge und Liebenswürdigkeiten eines Menschen eben nicht nur in den ersten Sekunden kennen, stellte er im Promiflash-Interview klar. Und nicht nur das Team um Roland und die Zuschauer, auch Frank selbst war überrascht, dass Ludi kein zweites Date wollte. Da Ludi eigentlich zahlreiche positive Zeichen gegeben hatte, begründete der zweifache Vater seine Ungläubigkeit. Die Single-Lady hingegen habe während des Gesprächs festgestellt, dass es zwischen ihnen nicht passen kann. Frank macht sich über alles, nichts und jeden sehr, sehr viele Gedanken, erzählte Ludi, sie entscheide hingegen nach Bauchgefühl.